Hallo, ich bin Patrick von El Taco. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du Szenen und Tasks in der GFR5 App und dem MiniSafe 2 erstellen kannst. Damit machst du dein Smart Home noch smarter. Zunächst solltest du deinen MiniSafe 2 nach den Vorgaben des Quick Start Guides in Betrieb nehmen. Alle Geräte und Sensoren sollten sich dazu schon in der GFR5 App befinden. Wie du Geräte importieren kannst, habe ich dir unten in der Beschreibung verlinkt. Schauen wir uns erstmal den Unterschied zwischen Szene und Task an. Fangen wir mit der Szene an. Szenen bestehen aus Verkettungen von Einzelbefehlen. Die innerhalb einer Szene vorgenommenen Verkettungen können manuell durch einen einzigen Tastendruck in der App ausgelöst werden. Auf diese Weise kannst du individuelle Szenarien aus sämtlichen in der GFR5 App vorhandenen Geräten erstellen. Die in einer Szene gespeicherten Listen aus Einzelbefehlen und Pausen werden dann immer automatisch entsprechend ihrer Reihenfolge nacheinander abgearbeitet. So können beispielsweise One-Touch-Abläufe wie alle Lichter aus und Rollläden herunterfahren realisiert werden. Typisch für die Nutzung von Szenen ist auch das Aufrufen von Lichtstimmungen. Damit wird dir zum Beispiel jeder Dimmer eines Raumes mit vorher festgelegten Helligkeitswerten angesteuert. Nun zum Task. Ein Task ist eine geräteübergreifende Automation. Auch hier wird eine festgelegte Abfolge aus Geräteaktionen ausgelöst. Im Gegensatz zur Szene benötigt ein Task jedoch zusätzlich mindestens einen Auslöser. Dieser Auslöser kann zum Beispiel ein Gerätestatus oder eine Uhrzeit sein. Als Aktion kann dann auch eine zuvor angelegte Szene mit eingebunden werden. Das erleichtert die Erstellung und ist später überschaubarer. Es gibt einen einfachen Task, der immer bei Auslösung ausgeführt wird, oder einen komplexen Task, der zunächst die ihm zugeordneten Bedingungen vor Auslösung überprüft. Legen wir zunächst eine Szene an. In meinem Beispiel möchte ich eine Zentralfunktion erstellen. Hierbei sollen alle Rollos zentral geschlossen werden. Gehe dazu links oben auf das Drei-Balken-Menü und wähle dort Szenen aus. Nun kannst du über das Pluszeichen oben rechts eine neue Szene erstellen. Die Szene kannst du beliebig benennen, ich nenne sie Rollo zentral zu. Füge nun über Plus deine Geräte in die Szene ein. Wähle Gerät schalten und dann aus der Geräteliste alle Rollos aus. Möchtest du in einer Szene zusätzlich noch ein Licht schalten oder dimmen, kannst du direkt auch dieses Gerät in der Mehrfachauswahl markieren. Bestätige deine Auswahl mit Übernehmen. Nun erscheinen deine Geräte in der Szene. Nun musst du nur noch den Status auswählen, den dein Gerät annehmen soll, wenn die Szene ausgeführt wird. Dies machst du, indem du den angezeigten Wert von auf in zu änderst. In der Szene zentral zu möchte ich alle Rollos schließen. Du kannst aber auch alle oder einzelne Rollos auf eine bestimmte Position fahren lassen. Dann wähle aus der Liste den Parameter Fahre auf Prozent und gebe die prozentuale Fahrzeit ein. Möchtest du in deinem Szenenablauf eine Pause einfügen, betätige erneut das Plus und wähle Pause aus. In manchen Szenen machen Pausen Sinn, wenn du zum Beispiel eine Anwesenheitssimulation erstellen willst. Dabei ist es wichtig, dass alle deine Geräte in realistischen Abständen und nicht alle gleichzeitig geschaltet werden. Soll deine Szene zusätzlich in deinen Favoriten hinterlegt werden, kannst du dies mit dem Stern oben rechts umsetzen. Wenn du alle Geräte in deiner Szene hinterlegt hast, kannst du sie mit Speichern bestätigen. Alle Szenen lassen sich beliebig bearbeiten und kopieren. Zum Bearbeiten nutze einfach das Stiftsymbol und zum Kopieren die zwei übereinanderliegenden Papiersymbole. Zusätzlich möchte ich eine Szene für Rollos zentral auf erstellen. Um dir die Arbeit zu erleichtern, kopiere einfach die Szene Rollos zentral zu. Nun erscheint eine Kopie in deiner Szenenübersicht. Diese kannst du nun über das Stiftsymbol bearbeiten. Benenne die Szene in Rollos zentral auf um und ändere den Status deiner Geräte auf auf. Du kannst natürlich auch einen anderen Wert definieren, falls dein Rollo zum Beispiel bei zentral auf nur auf 50% gefahren werden soll. Anschließend bestätige mit Speichern, um die Szene fertigzustellen. Deine Szenen lassen sich ganz einfach auf dem Hauptbildschirm in der GFR5 App über die Schaltfläche Szenen ausführen. Indem du auf das Play-Symbol klickst, werden sie gestartet. Neue Szenen kannst du hier nicht erstellen, das geht nur über das Drei-Balken-Menü. Deine Szene wird nun nach deinen Vorgaben von oben nach unten abgearbeitet. Szenen werden übrigens auch über den Cloud-Export mit Alexa und Google Home verknüpft. Somit lassen sie sich praktischerweise nicht nur per Knopfdruck, sondern auch über einen Sprachbefehl auslösen. Nun erstellen wir zunächst einen einfachen Task. Klicke dazu wieder oben links auf das Drei-Balken-Menü und wähle Tasks aus. Genau wie bei den Szenen kannst du über die Plus-Taste oben rechts einen neuen Task hinzufügen. Beschrifte deinen neuen Task zuerst, bevor du weitermachst. Im oberen Bereich des Tasks kannst du bestimmen, in welchem Zeitraum dieser automatisch ausgeführt werden soll. Manche Tasks, wie beispielsweise eine Beschattungsfunktion, sollen nur in den Sommermonaten ausgeführt werden,
Im Winter aber möchtest du eventuell die Sonne nutzen, um deine Räume etwas aufzuwärmen und deine Heizung zu entlasten. In diesem Beispiel automatisieren wir unsere bereits angelegten Szenen mit einem einfachen Task. Zunächst musst du deinen Auslöser auswählen, der den Task automatisch startet. Du kannst dich hierbei zum Beispiel an einem Gerätestatus, einer Uhrzeit, dem Sonnenaufgang oder dem Sonnenuntergang bedienen. Wähle im Bereich Wenn über die Plus-Taste einen Auslöser. Verwende Astro, um zum Schließen der Rollos den Sonnenuntergang oder die Abenddämmerung zu nutzen. Du siehst, dass sich die Zeiten deutlich unterscheiden. Über Offset kannst du zusätzlich bis zu 120 Minuten nach oder vor der angegebenen Zeit eine Verzögerung einstellen. Weil wir in einem einfachen Task keine Bedingungen nutzen, überspringen wir dieses Feld und wählen bei Dann immer das Plus aus. Du hast nun verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Wir nutzen Szene ausführen. Wähle Szene auswählen aus und markiere Rollos zentral zu. Das ist die Szene, die wir in diesem Task verwenden wollen. Der Task ist nun fertig erstellt. Bestätige ihn mit Speichern. Tasks können genauso wie Szenen unbegrenzt kopiert oder bearbeitet werden. Zudem kannst du einen Task manuell aktivieren und deaktivieren. Tasks mit Zeitfunktionen sind auch über das Kalendersymbol erreichbar. Um deine Rollos bei Sonnenaufgang oder einer bestimmten Uhrzeit wieder auffahren zu lassen, lege einen weiteren Task an. Du kannst auch den vorhandenen Task kopieren und anpassen. In einem komplexen Task wird mit Bedingungen gearbeitet. Das bedeutet, dass ein Gerätestatus oder ein Sensorwert erfüllt sein muss, damit der Task ausgelöst wird. Ein komplexer Task wird anfänglich genauso erstellt wie ein einfacher Task. Wähle dazu wieder oben links im 3-Balken-Menü Tasks aus, beschrifte ihn und lege fest, wann und wie lange der Task aktiviert sein soll. Du kannst hierbei aber auch die Grundeinstellung stehen lassen. Nun fügst du wieder einen Auslöser über Wenn hinzu. In unserem Beispiel nutzen wir die Regenerkennung der Eltaco-Wetterstation. Du kannst aber auch wieder einen Gerätestatus, eine Uhrzeit oder die Astro-Funktion verwenden. Über die Eltaco-Wetterstation kannst du aus den Werten Temperatur, Windgeschwindigkeit, Regen, Helligkeit oder die Sonneneinstrahlung Osten, Westen, Süden auswählen. Für unseren Task nutze ich Regen, um die Markise reinzufahren, wenn es zu regnen beginnt. Wir fügen nun eine Bedingung über Plus im Bedingungscontainer ein. Im Bereich Bedingungen hast du nun die Wahl zwischen Wenn, Dann und Ansonsten. Über Wenn kannst du eine Und- oder Oder-Bedingung einbinden, sodass zwei Werte erfüllt sein müssen oder mindestens einer der beiden Werte, um dein Task auszulösen. Über Dann hinterlegst du, was passieren soll, wenn beide Bedingungen oder eine der beiden Bedingungen erfüllt wurden. Ist bei Eintreffen des Auslösers das Prüfergebnis der Bedingung negativ, so können Alternativfunktionen ausgelöst werden, die du über Ansonsten hinzugefügt hast. Zum Beispiel lässt du dir dann eine Push-Nachricht senden, die RGB-Farbe deines MiniSafe 2 wechseln oder ein anderes Gerät schalten. In unserem Beispiel soll die Markise zusätzlich über einen bestimmten Helligkeitswert der Eltaco-Wetterstation hereinfahren. Dies soll eine Oder-Bedingung sein, sodass mindestens einer der beiden Auslösewerte eintreffen muss. Stelle dazu den Bedingungstyp auf Oder um. Ich nutze nun Helligkeit der Eltaco-Wetterstation und stelle den Auslösewert auf kleiner 70 Lux. Die Auslösebedingungen sind nun klar definiert. Die Markise fährt bei beginnendem Regen oder, wenn der Helligkeitswert der Wetterstation kleiner als 70 Lux ist, herein. Jetzt noch schnell das auszulösende Gerät hinzufügen. Nutze dazu die Plus-Taste im Bedingungscontainer und wähle Dann aus. Markiere das Gerät oder die Szene, die ausgelöst werden soll. Ich nehme dazu die Markise. Stelle dann noch die Aktion ein, in welchen Status sich das Gerät bei Auslösung begeben soll. In unserem Fall zu. So lassen sich sehr komplexe Tasks erstellen, die auch mehrere Bedingungen enthalten können. Unabhängig von den eingefügten Bedingungen kannst du im komplexen Task gleichzeitig noch eine Funktion über Dann immer auslösen lassen. Aber Achtung, hier musst du etwas aufpassen. Sobald du in einem Task eine Bedingung verwendest, ist es wichtig, dass das auszulösende Gerät oder die Szene auch im Bedingungsbereich über Dann hinterlegt wird. Wie vorhin erwähnt, kannst du auch noch über Ansonsten etwas auslösen lassen,
falls beim Eintreffen des Auslösers die Ergebnisse der Bedingungen negativ sind, zum Beispiel eine Push-Nachricht auf Smartphone. Nutze dazu die Plus-Taste im Bedingungscontainer, wähle Ansonsten und dann die auszulösende Aktion. Push-Nachrichten müssen vorher im Bereich Einstellungen Nachrichten angelegt werden. Das Push-Gerät hinterlegst du unter Account Push-Geräte. Dein komplexer Task ist fertig. Klicke nun auf Speichern. In der Beschreibung unter diesem Video habe ich dir die Online-Hilfe für die GFA5-App und den MiniSafe 2 verlinkt. Hier findest du zu jeder Funktion eine Hilfestellung. Zudem eine Liste mit weiteren Taskbeispielen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du ein Like oder einen Kommentar da lässt. Viele Grüße, dein Patrick von Eltaco.